Salome und Werner Sennert ernten, was im Wald auf den Bäumen wächst. Die beiden sind Zapfenpflücker. Diesmal sind sie bei Seilershausen in Unterfranken unterwegs. Heute haben sie es auf besondere Früchte abgesehen. Solche Geräte braucht man. Der Baum ist hoch und die süßesten Früchte hängen ja bekanntlich ganz oben. Kleine Kirschen sind's, die runter sollen. Vogelkirschen. Die Wildform aller unserer heutigen Kirschen. In Unterfranken ist diese Baumart weit verbreitet. 30 bis 50 Kilo pro Baum können so geerntet werden, wenn der Pflückzeitpunkt passt und die Vögel die Vogelkirschen noch nicht geholt haben. Denn auch sie mögen diese kleinen, aber zuckersüßen Früchte. So, jetzt wieder mal schauen, wie viel Äxli das daneben die Kirsche hat. Ja, also die ist voll ausgeschlagen, 140 Äxli. Das ist absolut super. Da muss ich sagen, das gibt einen sehr, sehr guten Schnaps. Schnaps will er also daraus machen. Mit von der Partie ist Forstdirektor Hans Stark. Er wacht über diese Bäume in der Region. Und wie ist die Lage? Ja, ist gut. Schaut gut aus, oder? Ja. Für die Schnapsproduktion brauchen die Sennerts nur das Fruchtfleisch und den Saft der Früchte. Doch die Kirschkerne sind nicht etwa Abfall. Sie werden extra aufbereitet und später als Saatgut genutzt. Der Saft und das Fruchtfleisch, versetzt mit Hefe, ergeben die Maische. Die Alkoholproduktion startet sofort. Die Gärung, die braucht jetzt ungefähr 10-12 Wochen. Das Wichtige ist auch, dass die Temperatur ziemlich gleichbleibend ist, also nicht jetzt dann über 25 Grad geht und es soll dann nicht unter 18 Grad gehen. Also in dem Bereich ist der Reifeprozess am besten. Die Kern schütte ich jetzt ins Wasser. Das hat zum einen trennt sich da dann nochmal die Hölzer, was drin sind, und die Taube schwimmen oben drauf und das gute Saatgut setzt sich nach unten ab. Das Wasser trennt die Taubenkirschkerne, das sind die hohlen, die keinen Samen enthalten, von den guten. Saat für viele tausend neue Bäume haben die Sennerts geerntet. Seitdem die Vogelkirsche 2010 Baum des Jahres war, ist das Interesse an ihr gestiegen. Die Samen sind gefragt, vor allem wenn sie, wie diese, aus einem besonderen Bestand stammen. Gereinigt und getrocknet werden die Kirschkerne an Baumschulen verkauft, für über 100 Euro das Kilo. Der Direktor des Forstamts Seilershausen, das zur Universität Würzburg gehört, schätzt die Vogelkirsche in seinem Wald. Also hier haben wir jetzt eine Vogelkirsche, die ist etwa 80 Jahre alt. Und die Vogelkirsche ist bei uns in den Wäldern heimisch. Sie kommt immer vereinzelt, überall eigentlich fast vor. Und ist aber nie bestandsbildend. Und die Vogelkirsche, die liebt eigentlich nährstoffkräftige Standorte. Und wir sind hier auf Muschelkalk. Und deswegen kommt sie hier auch in nennenswertem Umfang vor. Und für uns auch eine wichtige Baumart, einfach als Bereicherung der Waldlebensgemeinschaft, ist eine seltene Mischbaumart. Sie liebt auch Wärme und wir pflanzen vereinzelt Kirschen, aber überwiegend kommt sie bei uns aus Naturführung. Also wenn sie sehr frei steht, fruktifiziert sie eher, aber ich sag mal mindestens 15 Jahre, vielleicht 20 Jahre, bis die ersten Kirschen oben hängen. Und für eine offizielle Saatgutbeerntung, wie wir sie hier jetzt in dem Bestand der Gemeinde Theres durchführen, da ist vorgeschrieben das Mindestalter 40 Jahre. Und eher darf man die Kirschen quasi nicht beernten. Und wenn etwas so offiziell ist wie diese Ernte, wird das in Bayern auch überwacht und kontrolliert. Der Beamte vom Landwirtschaftsamt zertifiziert das Saatgut. Fünf Gut. Sechs Gut. Auch das Holz der Vogelkirsche ist etwas Besonderes. Michael Pfeiffer verarbeitet es gerne.
Für den Außenbereich ist es nicht geeignet, als Möbel oder Furnierholz aber hat es Tradition. Der Schreiner legt Wert auf heimische Hölzer. Die Kirsche hat eine relativ schöne Maserung und der Farbton ist sehr angenehm. Also ist nicht zu hell, nicht zu dunkel. Wer es sich leisten kann, lässt sich auch heute noch Möbel aus der Vogelkirsche bauen. An einem solchen Schrank haben dann auch noch die Enkel Freude.